Es ist ja lange Tradition, dass Apple zum Release einer neuen Apple Watch auch eine neue Hermes-Variante vorstellt. So auch dieses Jahr mit der Apple Watch Series 9. Diese ist mit mindestens 1400 Euro nochmal deutlich teurer als die klassische Series 9 mit einem Edelstahlgehäuse und dementsprechend fragen sich natürlich einige, was diesen Aufpreis rechtfertigen soll. Aus diesem Grund habe ich mir persönlich dieses Jahr zum allerersten Mal die Hermes Edition gekauft, um sie für euch ausgiebig zu testen. Vorab aber ein wichtiger Hinweis. Die größten Unterschiede zwischen der normalen Apple Watch und der Hermes Edition betrifft das mitgelieferte Armband und nicht die Uhr selbst, auch wenn es hier ebenfalls kleinere Unterschiede gibt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich hier ein schwarzes Lederarmband habe, das es so gar nicht auf der Apple Website zu kaufen gibt, das hat einen ganz einfachen Grund. Apple hat sich entschlossen, in ihrem Store keine Lederprodukte mehr zu verkaufen und dementsprechend gibt es auch von der Luxusmarke Hermes im Apple Store keine Lederarmbänder mehr. Es gibt diese aber nicht gar nicht mehr, sondern halt nur nicht mehr im Apple Store. Bei Hermes selbst könnt ihr nach wie vor Lederarmbänder bestellen und genau das habe ich getan. Der erste Unterschied, der einem dann beim Auspacken der Hermes Edition ins Auge fällt, ist die unterschiedliche Verpackung. Statt der klassischen weißen Box bekommt man hier eine Hermes-typische orangefarbene Box und alles mutet einfach etwas hochwertiger an. Ihr könnt in diesem Video außerdem ein iPhone 15 Pro mit diversem Zubehör gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einen Kommentar zu schreiben, warum gerade du dieses iPhone 15 Pro gewinnen solltest und schon bist du im Lostopf mit drin. Den Kanal zu abonnieren und dieses Video zu liken, habe ich gehört, soll aber auch nicht schaden. Die genauen Teilnahmebedingungen, die findest du nochmal in der Videobeschreibung. Solche Verlosungen an euch sind natürlich nur möglich aufgrund wirklich starker Partner dieses Kanals, wie zum Beispiel Caseify. Und wenn ihr kein Vermögen für ein Hermes-Armband ausgeben wollt, dann könnt ihr euch auch bei Caseify diverse Armbänder für eure Apple Watch bestellen. Von klassischen Armbändern bis hin auch zu wirklich schönen Lederarmbändern habt ihr da eine extrem große Auswahl. Und bei Caseify könnt ihr natürlich auch noch passend dazu eine Smartphone-Hülle für euer iPhone bestellen. Die kann man wirklich toll designen und es gibt sie in unterschiedlichen Schutzgraden. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei und mit dem Code MOKIT15 spart ihr auf eure Bestellung sogar nochmal 15%. Den Link zu Caseify findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Schaut da gerne mal rein und jetzt geht's weiter mit dem eigentlichen Video. Ich habe die Apple Watch Hermes Edition jetzt über 4 Wochen lang wirklich intensiv im Alltag getestet und ich möchte als allererstes mit euch über das Armband sprechen. Ich habe hier das Singleture Armband aus Swift Kalbsleber in Schwarz. Das ist ein sehr glattes Leder mit feinem Glanz und leichter Narbung. Wie alle Hermes-Produkte wird es in präziser Handarbeit in Frankreich gefertigt. Das Armband ist angenehm dünn und fühlt sich einfach großartig auf der Haut an. Qualitativ ist es einfach absolut Premium. Ich hatte schon viele Armbänder an meiner Apple Watch und das ist ganz klar mein Favorit. Und sollte Apple nächstes Jahr nicht den Anschluss der Apple Watch ändern, dann werde ich dieses Armband wirklich noch sehr viele Jahre sehr gern benutzen. Zusätzlich bekommt man bei der Apple Watch Hermes immer ein exklusives Silikonarmband. Entweder in Schwarz oder Orange, je nachdem für welche Gehäusefarbe man sich entscheidet. Rein qualitativ unterscheidet sich dieses Silikonarmband aber nicht von den normalen Silikonarmbändern, aber es hat tatsächlich auf diesem kleinen Noppen einen Hermes-Schriftzug. Das ist schon sehr besonders. Softwareseitig kann die Uhr dann aber zumindest noch mit einigen exklusiven Watchfaces glänzen. Ich bin großer Fan vom Hermes Radialzifferblatt, aber auch die anderen wirken überwiegend schlicht und elegant. Das Lucky Horse Ziffernblatt mal ausgenommen. Ansonsten bekommt man halt die gleiche gute Apple Watch Series 9 und diese hat dieses Jahr in meinen Augen kein allzu großes Upgrade bekommen. Der Prozessor ist etwas schneller als bei der Series 8 und ermöglicht unter anderem die nahtlose Integration des Double Tap Features, das jedoch aktuell immer noch nicht verfügbar ist. Auch die Akkulaufzeit ist zumindest etwas besser geworden. Ich gehe am Abend meist mit 40-50% Restkapazität ins Bett und habe dann am Morgen meistens noch so um die 30-40%. Das heißt, über 2 volle Tage komme ich nicht, aber wenn ich morgens immer so eine halbe Stunde auflade, dann reicht das vollkommen, um über den ganzen Tag zu kommen und auch meinen Schlaf zu tracken. Außerdem kann man mit der Apple Watch jetzt nicht mehr nur sein iPhone anklingeln, sondern dank des neuen Ultra-Breitband-Chip der 2. Generation das iPhone auch präziser orten. Das habe ich tatsächlich auch schon gelegentlich genutzt.
Die höhere Helligkeit von bis zu 2000 Nits kannte ich ja schon von der Apple Watch Ultra der ersten Generation. Im direkten Sonnenlicht ist das sicherlich eine tolle Sache, aber noch besser finde ich die neue minimale Helligkeit. Da das Display jetzt auf 1 Nit gedrosselt werden kann, fällt die Uhr in dunklen Umgebungen einfach nicht mehr negativ auf. Das ist wirklich angenehm. Man könnte sich jetzt also über dieses relativ kleine Upgrade aufregen oder man ist einfach froh darüber, dass die Apple Watch Series 9 noch etwas besser geworden ist und sie ist nach wie vor die beste Smartwatch auf dem Markt. Ich persönlich tracke damit meinen Sport, bezahle mit Apple Pay, höre unterwegs Musik, telefoniere, steuere meine Geräte und vieles mehr. Gerade die neue Softwareversion gefällt mir hierbei sehr, da man eben nicht mehr all seine Applikationen auf dem Watchface passieren muss, um schnell ranzukommen, sondern man kann ganz einfach nach oben wischen, um seine wichtigen Apps zu nutzen. Lediglich das Empfangen von Nachrichten habe ich persönlich auf meiner Apple Watch mittlerweile fast vollkommen deaktiviert, weil die Uhr sonst schon ziemlich ablenken kann. Lohnt sich die Apple Watch Air Mass Edition jetzt also? Nun ja, so klar kann man das nicht beantworten, wie das bei fast allen Luxusprodukten ist. Ja, das Lederarmband ist wirklich schön und die Watch Faces, die finde ich auch ziemlich cool und ich persönlich habe mich sehr darüber gefreut, diese Apple Watch so im Alltag zu nutzen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis von dieser Uhr ist in meinen Augen aber deutlich schlechter als bei der normalen Apple Watch, das sollte aber jedem klar sein. Dementsprechend muss sich halt jeder selbst die Frage stellen, möchte er dieses Geld für Luxus ausgeben oder eben nicht. Wer wirklich sehr, sehr gerne hochwertige Lederprodukte im Alltag nutzt, der wird mit dieser Apple Watch auf jeden Fall auf seine Kosten kommen. Für alle anderen tut es die normale Apple Watch aber natürlich genauso. So Leute, das soll es von diesem Video auch schon wieder gewesen sein. Vergesst nicht, dass ihr, wie gesagt, aktuell einen iPhone 15 Pro auf meinem Kanal gewinnen könnt. Schreibt dafür, wie gesagt, einfach einen Kommentar, warum ihr es gewinnen solltet. Liken und abonnieren schadet natürlich auch nicht. Das war's jetzt wirklich vom Video. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.